Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Die deutsche Bundesregierung verkauft Bitcoin. In den letzten 24 Stunden ist zusätzlicher Verkaufsdruck entstanden. Wir werden uns das Ganze anschauen. Wir schauen uns aber auch Ethereum in diesem Video an. Denn am 2. Juli steht ja der Ethereum-ETF an. Zunächst allerdings erstmal zur Makrolage. Es sind heute Morgen frische Daten aus der Eurozone rausgekommen, und zwar die Einkaufsmanager-Indizes. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir rein. Die Einkaufsmanager-Indizes zunächst erstmal für die Eurozone insgesamt. Da sehen wir, dass die hier ordentlich zurückgegangen sind. Ja, das heißt, es läuft schlechter als geplant eigentlich, wenn man so will, oder zumindest schlechter als in den Vormonaten. Wir sehen hier das verarbeitende Gewerbe noch stark im rezessiven Bereich. Unter 50 sind wir ja in der Rezession. Alles über 50 bzw. über 52 wäre dann Wachstum. Und wir sehen auch die Verschlechterung im Vergleich zum Vormonat. Wenn wir den Service-Sektor anschauen, der ja grundsätzlich besser gelaufen ist, weil der Service-Sektor eben schneller auf die Liquiditätszufuhr reagiert, dann sehen wir, dass auch der Service-Sektor im Vergleich zum Vormonat nachgelassen hat. Und insgesamt ist der Gesamtwert zurückgegangen. Ja, also für die Eurozone sieht es denkbar schlecht aus, oder aus der umgekehrten Perspektive, der Perspektive der Eliten, läuft hier alles nach Plan. Nämlich die Deindustrialisierung von Europa wird vorangetrieben, und dementsprechend aus ihrer Sicht läuft es hier sensationell. Ja. Gehen wir weiter, schauen uns Deutschland an. Auch die Deindustrialisierung Deutschlands gehört da ja dazu. Und wir sehen, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe extrem schwach. 43,4. Vorher waren wir schon in der Rezession, was das Gewerbe angeht. Jetzt sieht so aus, als wird es nicht besser. Im Gegenteil, eher schlechter. Ja. Und da sehen wir, eigentlich überraschend, denn trotz der Liquiditätszufuhr reicht das scheinbar nicht aus, um hier die Wirtschaft in die richtige Richtung zu bringen. Ja. Schauen wir uns den Service-Sektor an. Der ist auch schlechter als im Vormonat, und insgesamt ist hier Deutschland in der Stagnation. Ja. Ein Wert bei 50 entsprechend Stagnation. Ja. Also, man kann sagen, das verarbeitende Gewerbe in der Rezession, Service-Sektor leicht im Wachstum, insgesamt Stagnation. Ja? Hier vor allem, dass das verarbeitende Gewerbe in der Rezession ist oder immer noch mit so schlechten Werten versehen ist, ja, ist, glaube ich, logisch, wenn man sich die ganze Situation in Deutschland anschaut. Ja? Dann kamen noch die Daten für Frankreich raus, und im Prinzip, Frankreich ist ein Spiegelbild zu Deutschland. Der einzige Unterschied, der Service-Sektor läuft noch schlechter. Ja, aber wir sehen hier auch durch die Bank weg schlechte Daten. Und dementsprechend, es ist nicht nur die Deindustrialisierung von Deutschland, sondern auch von Frankreich, von UK, von ganz Europa, wenn man es so will, die hier vorangetrieben wird. Das wird zu Wohlstandsverlusten führen, es wird zu einer Verarmung früher oder später kommen, ja, in Teilen der Gesellschaft. Aber das ist hier der Weg, den die Finanzeliten wohl vorgesehen haben. Ja. Gehen wir weiter. Und um das Ganze noch ein bisschen zu beschleunigen, fängt man im Idealfall noch einen Handelskrieg mit China an. Und China hat jetzt auch schon angekündigt, dass sie antworten werden auf die europäischen Zölle gegen die chinesischen Autobauer. Und zwar, dass China auch im Gegenzug, wenn die Europäer das durchsetzen, natürlich auch Zölle verhängen werden. Und so viel dazu. Herzlichen Glückwunsch für die deutsche Automobilindustrie. Wo ist der größte Absatzmarkt für die deutsche Automobilindustrie? Das ist China. Und wenn auf die deutschen Produkte, die entsprechend in China verkauft werden, Zölle verlangt werden, dann herzlichen Glückwunsch. Die Deindustrialisierung von Deutschland und Europa wird nur noch beschleunigt. Deswegen sage ich ja, es ist alles kein Zufall. Versuch dich in die
Perspektive der westlichen Finanzelite hineinzuversetzen und sie wollen Europa deindustrialisieren, sie wollen Europa in den Krieg schicken. Wie macht man das am besten genauso, wie es aktuell umgesetzt wird? Es ist leider die Realität. Ich würde dir gerne was Positiveres berichten, aber an der Stelle sind die Zusammenhänge relativ offensichtlich. Die Chinesen hingegen, ja, die riechen das ja schon länger. Dieser Handelskrieg, den vor allem auch die Amerikaner begonnen haben unter Trump gegen China, die hat die Chinesen auch dazu bewogen, und zwar schon in den letzten Jahren, ihre Investments an anderen Orten zu tätigen. Denn zum Beispiel in Staaten, die den BRICS-Staaten schon beigetreten sind oder beitreten wollen. Ja? Und wir sehen hier zum Beispiel Investments in Mexiko, in Vietnam, Thailand, Malaysia, aber auch teilweise Ungarn sehen wir hier. Ja? Ungarn lässt sich nämlich nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen, sondern die ungarische Regierung scheint hier zumindest in dem Kontext im Interesse der ungarischen Bevölkerung zu handeln. Das tun ja alle anderen Länder in der Eurozone eben nicht, ja? Beziehungsweise in der EU. Ja? Und wir sehen hier, China investiert eben seine Gelder dann woanders. Ja? Dann entstehen halt woanders Arbeitsplätze und Wohlstand. Wenn Europa es nicht will, ja, dann können die Chinesen nichts anderes machen. Und aus meiner Sicht, oder wenn man sich in die Perspektive der Chinesen reinversetzt, dann ist das dieser Entwicklung absolut nachvollziehbar. Sind wir ganz ehrlich, ich würde es genauso machen, wenn ich die chinesische Regierung wäre. Ja, so viel dazu. Schauen wir weiter. Und hier ist eine weitere Meldung rausgekommen, und zwar: Deutschland möchte oder hat eine Bestellung getätigt oder ist kurz vor der Bestellung von 2,9 Milliarden Panzerbestellungen. Ja, das ist also das, auf was man sich fokussiert, nämlich das Rüstungssubventionsprogramm hochzufahren. Da muss man mal nachschauen, wer sind denn die größten Shareholder von Rheinmetall oder von Krauss Maffei etc. und so weiter und so fort. Ja, und dann weißt du, wer davon profitiert. Nämlich diese Bestellungen erzeugen Umsätze auf Seiten der Rüstungsindustrie, die erzeugen in der Folge Gewinne und die Gewinne werden ausgeschüttet. An wen? Es profitieren immer welche, wenn entsprechende Ausgaben getätigt werden. Ja, für die Bevölkerung ist das natürlich eine Belastung, denn dreimal darfst du raten, wer darf das zahlen und wer profitiert davon. Ich denke, die Zusammenhänge sind relativ klar und das ist hier der Weg, den man hier im Westen einschlägt. Ja. Unterm Strich kann man im Prinzip ganz klar sagen, es ist hier offensichtlich, Deutschland soll in den Krieg geführt werden. Auch UK soll in den Krieg geführt werden, auch Frankreich, auch andere europäische Länder. Denn diese Entwicklungen passieren ja in anderen europäischen Ländern parallel. Das heißt, aus meiner Sicht, die Finanzelite sieht hier keinen anderen Ausweg, als Europa in den Krieg zu schicken. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, warum machen die das? Warum wollen die denn Krieg? Ja, da sage ich wieder so, wenn du das Geldsystem studierst und die letzten Jahrhunderte, die Entstehung des Geldsystems, die Entstehung der Banken, die Entstehung der Zentralbanken studierst, dann fällt dir auf, dass diejenigen, die den Money Printer kontrollieren, nur ein Ziel haben und dieses Ziel über Generationen hinweg verfolgen, nämlich eine Weltregierung in Kombination mit einer CBDC. Und Russland und China stehen da leider im Weg, deswegen muss man sie eben wegbomben. Ganz einfach läuft das. Früher oder später wird auch China dran sein. Das ist hier der springende Punkt. Ja? Unterm Strich sind die Realitäten, ich würde gerne das natürlich auch anders sehen. Aber so ist es halt. Ja? Schauen wir rüber zum Bitcoin. Natürlich, wenn Ausgaben getätigt werden in die Rüstungsindustrie, dann sorgt das wieder dafür, dass die Geldmenge auch ausgedehnt wird. Und das bedeutet, unterm Strich kann man sich hier mit dem Bitcoin zumindest etwas vor dieser Geldmengenausdehnung schützen und davon profitieren. Ja? Was wir jetzt die letzten 24 Stunden gesehen haben, und zwar, wir haben hier gesehen, dass hier ordentlicher Verkaufsdruck über Coinbase entstanden ist. Ja? Und
Dementsprechend scheint hier Nervosität im Markt zu sein, aber es könnte auch mit der Liquidität zusammenhängen. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Schauen wir weiter und wir sehen, dass es hier beim Bitcoin Spot ETF gestern wieder Abflüsse von über 100 Millionen gab. Grayscale 53 Millionen und wir sehen vor allem auch Fidelity mit 50 Millionen. Ja. Interessant ist auch wieder, und zwar wenn wir uns BlackRock anschauen, wieder keine Abflüsse. Und das bestätigt dieses Bild, von BlackRock gibt es hier keine Abflüsse. Schau mal, ganz interessant, von allen anderen gab es immer mal wieder Abverkäufe, außer von BlackRock. Eine interessante Beobachtung, die sich hier bestätigt. Gehen wir weiter. Und die deutsche Bundesregierung hat ja vor ein paar Monaten 50.000 Bitcoin beschlagnahmt und hat jetzt angefangen, 7.000 Bitcoin davon zu den Exchanges zu bewegen und auch schon 3.000 Bitcoin hat sie verkauft. Ja, das ist natürlich ein wunderbar kluger Move von der deutschen Bundesregierung, aber was will man anderes erwarten? Ja, also ist natürlich super clever, das beste Asset, was die deutsche Bundesregierung hat, zu verkaufen. Ja, auch da wieder, wenn es Verkäufe gibt von der deutschen Bundesregierung, meine Frage an dich, wer profitiert davon? Denn immer wenn ein schlechtes Ereignis entsteht, gibt es auf der anderen Seite jemanden, der davon profitiert. Das ist meine Frage an dich. Schauen wir uns das Ganze an und wir sehen uns hier die unrealisierten Gewinne über die letzten Monate an von den 50.000 Bitcoin, die die Bundesregierung hält. Und wir sehen, dass die unrealisierten Gewinne hier bei 1,3 Milliarden US-Dollar liegen. Ja? Vielleicht werden ja auch Bitcoin verkauft, um Panzer zu bestellen. Das könnte ja tatsächlich möglicherweise der Fall sein. Oder am Ende zahlen vielleicht die Bürger die Panzerbestellung, ja, weil diese Verkäufe, die jetzt die Bundesregierung getätigt hat oder tätigen möchte von 7.000 Bitcoin, die reichen ja bei weitem nicht aus, um diese 2,9 Milliarden an Panzern zu bestellen. Ja. Aber schon interessant, ja, von der deutschen Bundesregierung. Wäre ja auch ein Wunder, wenn man hier mal was Positives sehen würde, dass die Bundesregierung Bitcoin einfach hält, ja, einfach hodelt und profitieren von den Kurssteigerungen in den nächsten Monaten und Jahren. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Gehen wir weiter. Wir schauen uns Ethereum an und der Ethereum ETF steht ja vor der Tür. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sieht es denn da aus? Und wir sehen hier den Market Value to Realized Value. Und das bedeutet nichts anderes, dass der Marktwert, wenn wir hier im blauen Bereich sind, höher ist als der realisierte Wert, also der Wert, zu dem eingekauft wurde Ethereum von denjenigen, die in den letzten Monaten gekauft haben. Und das heißt, das bedeutet nichts anderes, dass hier die Halter im Profit sind. Ja? Und wir sehen hier, seit der Bekanntgabe des Ethereum ETFs Ende Mai, sind wir hier wieder im blauen Bereich. Das heißt, der Marktwert ist höher als der realisierte Wert, also der Wert, zu dem man Ethereum eingekauft hat. Ja? Das gab hier einen ordentlichen Push. Und wir sehen auch, ja, dass es natürlich solche Situationen nicht nur im Bullrun gibt, sondern auch im Bärenmarkt. Ja. Das sind dann vor allem diejenigen, die vielleicht schon länger Ethereum halten oder die hier entsprechend in einer günstigen Situation gekauft haben. Ja. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass der Marktwert höher liegt als der Einkaufswert, den die Investoren, die in den letzten Monaten gekauft haben, realisiert haben. Schauen wir uns weitere Daten zu Ethereum an und was sehen wir hier? Wir sehen, dass die Anzahl der Ethereums auf den Exchanges abnehmen, ja, und wir sehen, dass der Preis hingegen nach oben läuft, ja. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir hier, und zwar für die Anzahl der Ethereum ist die linke Skala verantwortlich und wir sehen, dass hier, ja, im Prinzip nur noch 10 Millionen an Ethereum auf Exchanges verfügbar sind. Und das war das letzte Mal der Fall, 2016, also über 8 Jahre her. Die Verfügbarkeit von Ethereum ist auf einem 8-Jahrestief. Ja? Und der Preis sieht man ja, in welche Richtung er sich entwickelt. Ich gehe auch davon aus, dass der Preis sich noch besser entwickeln wird mit dem Ethereum Spot ETF, der ja jetzt in den nächsten Wochen kommt.
Schauen wir uns weitere Daten zu den Stablecoins an, denn die Stablecoins sind ein Indikator, wie viel Liquidität aktuell in die Märkte fließt. Und wir sehen, dass aktuell noch in den letzten Wochen Liquidität in die Märkte fließt, aber diese Liquidität nicht sehr hoch ist. Und das ist auch das, was wir beim Bitcoin, aber auch bei Ethereum beobachten können, dass es hier im Moment stagniert. Ja? Wenn wir uns das Ganze anschauen und vergleichen beispielsweise mit dem Peak im März, ja, dann sehen wir hier schon, dass nur ein Zwanzigstel von Stablecoin-Volumen im Moment als Liquidität reinkommt in die Märkte. Das heißt, wir warten auf frische Liquidität. Das ist der springende Punkt. An der Stelle lohnt es sich, wieder rauszuzoomen, und wir sehen hier wieder die Liquiditätszyklen und hier wieder aus meiner Sicht der wichtigste Chart für alle, die in den Kryptomärkten unterwegs sind, und zwar When in Doubt, Zoom Out, und du siehst hier die Liquiditätszyklen, 4 bis 5 Jahreszyklen, die immer wieder ablaufen, ja, über die Jahre. Und du siehst, wo wir uns im Liquiditätszyklus befinden. Das heißt, wir befinden uns, das sage ich ja schon die ganze Zeit, in einem Liquiditätsaufwärtszyklus. Es wird über die nächsten Monate immer mehr Liquidität in die Märkte kommen von den Notenbanken aus. Warum? Weil alte Kredite ablaufen und durch neue Kredite ersetzt werden müssen. Wir sind in diesem Ponzi-Scheme drin, wo alte Schulden ersetzt werden müssen durch immer größere neue Schulden. Ja? Und dementsprechend, das ist das, was auch in den nächsten Monaten noch passieren wird, aus meiner Sicht die nächsten 12 Monate mal mindestens. Wir müssen das Ganze allerdings weiter beobachten. So viel dazu. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.